Joseph, ich habe eine Challenge für dich. Was meinst du, wie sehr kriegst du diese Rubik's Cube gelöst? Also kompliziert, dann mehr so um die 10 Minuten muss ich kriegen. Okay, ich stoppe in der Zeit und zwar ohne Stoppauer, weil darum geht es um diesen Challenge. Aber wie dir diesen Zeitmuss-Challenge mit eurer Klasse nur machen, das weiß ich nicht. Es geht um Physik und Präzision. Um Geschick kombinieren von Wissen und Erfahrungen. Um Kompetition und um Spaß. 3, 2, 1, Take-off! Das war eine von unseren Lieblings-Challenges aus der zweiten Staffel und heute Abend könnt ihr gucken, für was du mir die Episode verlinkt. Die Frage von diesem Challenge ist also, wie muss ich am präzisesten eine Zeit ohne Stoppauer? Wie soll das ganz los und groß auflaufen? Gibt eine Kippe für dich 30 Minuten Zeit, viel zu bauen und die Methoden zu realisieren, mit denen sie nur wollen Zeit müssen? Danach wird dann ein Event gestartet. Das kann eh sein, den an der Schule auflebt, auch im Trick, in den ich Pooldenke anständig schraubt oder wie der Joseph Danach den Rubik's Cube lässt. Wichtig ist, dass dieses Event zwischen 3 und 10 Minuten soll laufen. Und die Kippe muss in der Materie Methode das Zeit. Und die Kippe, die am nächsten und die Realzeit rücken, die hat gewonnen. Mit das Ganze erklären wir euch nochmal im Detail, Step by Step. Was ihr alles um Material braucht, haben wir euch hier innen an der Beschreibung abgelöscht. Und ihr könnt natürlich selber decidieren, ob da Sachen dabei macht oder Sachen waschelt, für den Challenge mich schwer oder mich einfach zu machen. Jetzt ist die Kippe los und die Bauzeit stürzen, gibt es ein paar Minuten Zeit, vier Hypothesen zu formulieren. Das heißt, für sich zu überlegen, wie sie um den Challenge wollen rücken und welche Methoden sie wollen ausprobieren. Wichtig für sie heute schon zu wissen ist, dass das Event zwischen 3 und 10 Minuten wird dauern. Und auch, dass sie nur noch ein bisschen Zeit kriegen, ihr das Resultat müssen aufgehen, für falls sie zum Beispiel wollen etwas umrechnen. Nur den paar Minuten Denkzeit geht laut Bauzeit von 30 Minuten gestartet. Los geht es darum, für hier Methoden zu realisieren, Apps zu bauen, zu kalibrieren und zu testen. Die könnt ihr Zeit natürlich ajustieren, mir abgepasst, innerhalb 20 Minuten geht es schon wirklich schwierig, für etwas Flottes zu bauen. Oder schon ein paar Ideen? Mir weiß nicht, nur mal ein paar Methoden, und die mir gedacht haben. Wo sicher ein paar Schüler werden drauf kommen, als für ein Wasserauer zu bauen. Und dafür mache ich ein Flasch Wasser, irgendwo eine Moosbecherin. Und da picken ich hier innen mal ein Loch dran. Manche stoppen hier ab, für das die Luft kann oben nur strömen. Und dann gucken wir, wie viel Wasser innerhalb von einer Minute rausläuft. So, da muss man es gut koordinieren. Joseph, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los! Fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Okay, wir haben 62 Gramm, also bald 1 Gramm pro Sekunde oder eben 62 Milliliter. Und das Methode wiederholt den nur am besten Purmul für dann einmal anzuholen. Und da werden auch birken, dass was manner Wasser an der Flasche dran ist, was Wasser mit Lös rausgelaufen kann. Das, weil manner Druck drauf ist. Das Methode ist also nicht so ganz präzise. Tim Giel hat da erkannt und hat an der Show ein Tischefleisch angebaut, wo sie den Wasserniveau konstant gehalten haben. Und sie haben sich dabei inspiriert bei den Baxterin aus der Klinik. Ziemlich genial. Eine andere Methode ist es, für eine Kerze aufbrennen zu lassen und zu gucken, wie kurz sie geht innerhalb von einer Minute. Und dafür muss ich sie als erstes mal befestigen. Und das möglichst riecht. Okay. Du musst nicht sein, gleich 4 drehen. 4,5. Und du musst nicht du noch. Sind wir ungefähr bei 3,9.
Als Kerz ist also innerhalb von einer Minute 6 mm aufgebrannt. Das heißt ungefähr 1 mm pro 10 Sekunden. Und da sind wir auch schon bei der Präzision. Wir kommen just um 10 Sekunden genau rund. Der in dieser Situation wahrscheinlich präziste und einfachste Methode ist der Pendel. Der Pendel schwingt immens konstant, weil das einzige, was die Dauer von einer Periode beeinflusst, ist die Länge. Aber wenn die Länge immer dasselbe bleibt, dann bleibt auch die Dauer von der Periode konstant. Auch wenn der Pendel irgendwann mal nach hoch schwingt, ist die Dauer trotzdem noch dieselbe. Oder es kann den diesen Trick haben. Wenn der Pendel nämlich genau 1 Meter lang ist, also die Distanz zwischen dem Schwerpunkt von der Masse an dem Ende von der Fissel, dann ist eine halbe Periode genau 1 Sekunde lang. Und dann muss ich just noch Sekunden zählen. Es gibt aber noch ganz viele andere kreative Methoden, wo ich zum Beispiel auch gar nicht bauen muss. An unseren Formationen sind Leute darauf gekommen, dass ich den Bolz mussten anzählen oder am Takt singen und den Takt mal zählen oder auch pure Methoden gleichzeitig aufwenden und dann mal anholen. Wenn die 30 Minuten Bauzeit rüber sind, dann muss die Maschine präzise für zu müssen. Und die Kippen muss natürlich auch hier Stoppauer an sämtlich anderen Auren aufgehen. Und auch Dauern am Saal verstoppen. Und den Challenge Master, dem muss natürlich nur die Realzeit matt müssen. Und dieser Schritt, der wirklich nicht vermasselt gehen, sonst kann ich den Challenge nur nicht auswerten. Und dir, Josef. Okay. Was brett? Yes. Und Start! Ja, und wenn ich fertig bin, dann muss ich ganz hart Stopp rufen, für das Jeep-Verein zum selben Zeitpunkt Zeit gestoppt wird. Okay, gleichsinnig. Stopp! Ja, bei wie viel warst du? 7 Minuten 45 Sekunden. Gut, und wir sind ab 7 Minuten 54 Sekunden. Ah oh ja, ich war ja nicht so weit weg. Diskutiert nur noch all zusammen, welche Methode besser geklappt hat und für was. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und abonniert den Kanal, weil kommen dann noch viel noch.